Junior. Wir sind wieder mal nur Garda. Heute geht's. Das ist Jänner, muss ich dazu sagen. Also die Aussichten, dass wir irgendeinen Tuchfisch oder irgendwas fangen, sind eher gering. Aber um das geht es heute nicht. Wir haben neues Becken mitgebracht von Spro, die Salty Beach. Das als Reiserunde gibt vierteilig. Also das hat super alles hingehaut. Die gibt es in drei verschiedenen Gewichtsklassen. 150, 250 und 450 Gramm jetzt vom Brustgewicht her. Ich habe alle drei Modelle mit. Leichteren sind da unten, da habe ich die Wobbler montiert. Das starke Gerät, die 450 Gramm Route, ist oben mit unseren neuen Köder von Williamson. Da gibt es jetzt ein bisschen größere. Die zeigen wir euch dann. Und wir fahren jetzt Richtung Gifton Island. Wir sind mit Arabella. Das sagen wir heute mal dazu, wo wir sind. Wir fahren immer ins Arabella, weil das der Hafen geht direkt im Hotel. Mit dem Boot sind wir schon 30 Mal ausgefahren. Es hat zwar kein Echolot und nichts, aber es gibt da in Wirklichkeit zwei, drei verschiedene Spots, wo du die Fische fangen kannst, wo massiv Fische auftreten können. Natürlich kann immer irgendwo ein Raub daherkommen, aber durch diese Inselgruppe, die sich da erschließt, in Hurghada, ist das halt ein Top-Spot. Wie gesagt, es ist jetzt Winter, es ist Jänner, wir haben eine Warmphase, es hat 26, 27 Grad heute, das ist untypisch für Jänner. Das Meer hat auch so um die 20, 21 Grad, normalerweise ist die Fische jetzt Richtung Masalam, ziehen ins Tiefe, weil da ist es einfach immer wärmer, 2, 3 Grad, und die Thunfische ziehen ins wärmere Wasser. Da herum sind meistens eher kleine Fische, aber wir probieren es trotzdem. Es sollten eigentlich jetzt ein Sellfisch da sein, deswegen habe ich auch einen Sellfischköder neuen mitgenommen. Und den möchte ich dann auch probieren. Erwarten tut man nicht allzu viel, aber es ist einmal lustig, wieder einmal am Meer ein bisschen Hochsee zu haben. Wir zeigen euch jetzt dann das Gerät, wir machen einen Schwärmen durch und wenn wir einen Fisch haben, dann geben wir Bescheid. Bis später. Köderwechsel. Ich meine, ich weiß nicht, ob es in der Vorposition kommt oder auf jeden Fall. Das Grün ist auch im Frühjahr gut gegangen. Da ist er, gell? Da muss man das wissen. Ah, mach mal ein Heck. Glaube ich. Mach mal ein Heck, gell? Oder? Nein, es ist ein bisschen drunter. Es ist ein bisschen drunter. Erster Fisch 2024. Ist auf Grün eingestiegen.
wie im Frühjahr, also wir haben im März, waren wir auch da. Da ist auch grün eigentlich besser gegangen wie alles andere. Ich fische jetzt, werde jetzt die Köder wechseln, alles auf grün. Vielleicht fangen wir noch ein paar. Aber ist der erste Fisch. Ja! Taktik geändert, kürzer gefischt, mit der tiefen Rute. Die Form gewechselt und weiter Fisch. Sagst du mir, wenn man es sieht? Ja, sag ich dir. Ah, jetzt ein besserer. Schon, gell? Ja, schon, ja. Also die stärkere Rute. Weil die stärkere und biegt sich mehr durch. Ja. Kannst du den Weg rauszuholen? Handschuhe gebe ich dir, warte. Achso, ja, danke. Handschuhe? Kommt er? Ja, neue Sache. Er ist gleich wie der letzte, aber der hat einfach mehr Gas. Gleich wie der letzte. Ups, Keller! Petri! Ah, der changed auf hier in der Bursche. Thomas? Ja. Also ist wirklich die Farbe, das war jetzt innerhalb von 15 Minuten der nächste. Und wieder auf grün. Also ist anscheinend grün, die Winterfarbe oder die Kaltwasserfarbe. Wie gesagt, also ich bin total begeistert von diesen Routen. Salty Beast von Pro, echt geile Dinger. Bin gespannt, ob noch was kommt. Dann legen wir nochmal aus. Ich habe jetzt kürzer ausgelegt, nur 25, das heißt, der geht unter den Schaum, 4, 5, 6, 7, 8. So, fertig. Warum legen wir das so kurz aus? Ihr seht da die Gischt vom Motor. Und der Wobbler geht unter die Gischt, der taucht ca. 4 Meter und ist unter der Gischt. Das heißt, oben ist das weiß und dann hat der Fisch einen Kontrast und sieht den Köder besser. Deswegen fischen wir so kurz mit dem Tiefläufer. Mit dem Flachläufer fischen wir ein bisschen weiter aus, weil wenn du in der Gischt drinnen bist, sieht der Fisch das nicht. Der fährt unter die Gischt. Der andere ist dann ein bisschen weiter hinten, da hast du dann noch ein paar Blasen. Den fischen wir meistens kürzer, also auf 30. Einfach bis 30 zählen, 1, 2, 3, 4, ganz normal, also nicht irgendwie langsamer, sondern normal zählen. Und dann Spule zu und warten. Bis zum nächsten. So, Mittagspause. Ihr seht, Handangel. Beißen tut nichts. Aber wir kriegen jetzt dann Essen. Zwei Fische haben wir gefangen. Farbe wechseln lohnt sich. Beide Fische auf grün. Auf rosa-rot null. Keine Aktivität. Beim Zugfahren werden wir das nochmal probieren. Ich werde es dann vielleicht einmal blau probieren. Weil wir sind ja unter anderem nicht nur da, damit wir einen Fisch fangen, sondern damit ihr, wenn ihr runterkommt, ungefähr wisst, was ihr raufhängen sollt oder was funktioniert. Wie gesagt, wir haben Jänner, den 22. haben wir. Und das Grün ist anscheinend eine Winterfarbe oder eine Kaltwasserfarbe. Ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht hat es irgendwas mit Licht zu tun, dass die Sonne einen anderen Winkel hat. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall funktioniert grün. Und ja, die neuen Routen habe ich euch ja schon gesagt. Salty Beast von Spo, 150 Gramm, 250 und 450 Gramm. Ich habe jetzt mit beiden einen Fisch gefangen, was geil ist, weil den Tiefläufer-Wobbler habe ich auf der 250 Gramm wiegen rum. Und das
also das ist wirklich eine super Route. Das ist eine Put-In-Route. Ich kann es euch dann einmal in einem eigenen Video, wenn ihr wollt, genauer erklären, was Put-In bedeutet. Da steckt man die Teile ineinander und nicht drüber. Die ist am Anfang ein bisschen tricky, weil sie sehr genau gemacht sind. Also die Qualität der Routen ist ausgesprochen gut. Das sind auch die Ring super. Das sind ganz feine Einlagen und alles sick Beringung, natürlich fürs Meer. Von der Schnurstärken her solltet ihr, also ich habe jetzt zwei normale Stationärrollen mitgenommen für das leichtere Gerät, für die Wobbler. Also bitte nehmt eine anständige Qualität an Spulen. Es muss jetzt kein Stella sein, weil ich habe auch eine Stella oben. Aber ich habe auch auf der anderen eine günstige Shimano oben. Ein 8000er, das funktioniert auch recht gut. Also ich habe noch keine Probleme gehabt, da wackelt nichts. Ich habe die schön. Wichtig ist, dass es mit einem Spray, Silikonspray immer wieder einlässt und wirklich und mit Süßwasser abspült. Das, dann habt ihr nochmal für jeden Urlaub vorgesorgt und habt Freude mit einem Gerät. Zur Schnurstärken. Ich fische eine 020er geflochtene, 8-fach geflochtene mit ungefähr 3 bis 4 Meter Fluorcarbon bei den Wobblern von 057, ein Sieger Soft. Das sind die Handangeln, so schauen die aus, leichtes Blei. Da kommt der Calamari Franzen dann rauf und mit dem fischt. Das ist ganz gut gemacht mit dem Gebet. Den habe ich jetzt ausgedrückt. Na, weg. Weg, gell? Scheibe. Oh, wir können leider. Wir sind draußen unterbrochen worden, ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall Sieger 057 verwende ich auf die, habe ich auf den dünneren Routen oben, auf den leichteren Routen. 057, das ist jetzt das Soft, ihr kennt es, meistens verwende ich das Easy, ich habe jetzt beim Wegfahren das erwischt. Und für die starke Routen habe ich da 80er. Das tragt 34 Kilo, sollte normalerweise für da die Größe der Fische aussehen. Wir haben insgesamt 4 Fische gefangen. Einen haben wir verloren, einen großen leider, den haben wir nicht zeigen, was es war. Also der so, ist halt 50 Meter vom Boot abgekommen, also 5 Fische. Männer. War lustig. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, vielleicht wieder irgendwo am Meer oder sonst irgendwo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und alle Sachen findet ihr natürlich im Shop, auch die neuen Gurten. Und das wollte ich noch sagen, zum kurzen Abschluss, das kleine Ding von Okuma ist richtig geil. Das ist ein Linkshand-Multi mit Schiebebremsen, Zweigang, 105 cm einkurbeln, also Einzug. Richtig, ein Kunstwerk. Eine tolle Spulen. So.
Alles klar, das war's von meiner Seite aus Hurghada. Wenn ihr das Boot buchen wollt, weiß nicht, machst du da rauffilmen? Wie gesagt, wir sind im Arabella, da habt ihr den Hafen direkt in ein Hotel. Ist super Luxus, ihr braucht nirgendwo hinfahren, ihr werdet nicht irgendwo hingeführt mit einem Taxi oder sonst irgendwas, wo ihr ein ganzes Deckel spazieren führen müsst. Ihr geht einfach aus einem Zimmer aus, ihr steigt ins Boot ein und sowas. Und ihr könnt angeln. Und die Jungs da wissen mittlerweile schon, wo man hinfährt, dass man was fängt, weil normal tun die immer Hand an. Das schleppen ist ja immer so nebenbei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.